So, dann schreibe ich hier nochmal hin, Aufgabe 62, und es geht um Zwei-Pol-Theorie. Und wir machen das jetzt mal am Anfang so. Ja, es ging ja letzte Woche schon mal um Zwei-Pol-Theorie, und da habe ich so zwei verschiedene Varianten diskutiert. Die wir jetzt als erstes machen, war die letzte Woche die zweite Variante war. Also wir versuchen diese Schaltung, es geht ja um den Strom hier durch den, nee, es geht um die Spannung hier hinten, die Spannung X, die soll man ausrechnen, ja. Und ja, also was ich jetzt vielleicht noch machen würde, ich würde diesen Widerstand R4 hier abtrennen, und sozusagen für diese Klemme und diese Klemme hier unten das ausrechnen, dann würden wir den Widerstand R4 wieder dazu nehmen, und dann würden wir vielleicht diese Spannung UQ3 nochmal mit in Reihe nehmen. Wir können das im Prinzip auch direkt so probieren. Aber letztendlich, also diese Spannung UX hier ausrechnen, ich gehe noch mal kurz in die Aufgabe. Ja, man berechnet die Spannung UX. Heißt ja im Endeffekt direkt, wenn ich diese Klemme nehme, direkt Leerlaufspannung ausrechnen von diesem Zweipol, von diesem Rest hier. Ich würde vielleicht so einen Zwischenschritt machen und sagen, wir trennen mal den Widerstand R4 raus. Also wir benutzen das hier als Klemme und das hier als Klemme, trennen den sozusagen erstmal ab und rechnen an diesen Klemmen aus hier, wie wäre denn hier die Leerlaufspannung oder die Ersatzquellspannung. Und wie wäre aus Sicht, wenn wir hier reinschauen, aus Sicht dieser Klemmen, wie groß wäre der Ersatzinnenwiderstand? Ja, weil dann haben wir ja schon mal diesen Widerstand weg und diese Quelle weg, dann müssen wir uns nur den Rest anschauen. So, den Ersatzinnenwiderstand, wie bestimmt man den? Indem man von R1, 2 und 3 den Ersatzwiderstand. Ja, genau. Also aus Sicht der Klemmen, wir schalten alle Quellen aus, wir denken uns die Quelle weg und wir denken uns die Quelle weg und gucken jetzt aus Sicht dieser Klemmen da rein. Also ne, wir müssen jetzt irgendwie von dieser Klemme hier so durch die Schaltung laufen bis hier wieder zurück. Und dann sehen wir, okay, da ist der Widerstand R3. Dann kann sich hier der Strom aufteilen, kann parallel durch den Widerstand R2 und R1 fließen, und dann fließt er wieder zusammen, und dann sind wir schon an der anderen Quelle angekommen. Also der Ersatzinnenwiderstand, ohne die Schaltung jetzt groß umzuzeichnen, ist R3 plus R1 parallel R2. So, und dann können wir diese Zahlenwerte da vielleicht schon mal direkt einsetzen. Das sind 10 Ohm und 20 Ohm, und 20 Ohm zueinander sind parallel genau die Hälfte, also wieder 10 Ohm, und dann sind 10 Ohm und 10 Ohm zusammen 20 Ohm. Also den Ersatzinnenwiderstand haben wir schon mal bestimmt. So, jetzt müssten wir aus Sicht dieser Klemme noch die Ersatzquellspannung, UQ-Ersatz, hier, weiß nicht, muss ich mal noch das Q da so ein bisschen ergänzen, hinschreiben. So, und das wäre jetzt eben auch diese Spannung wieder genauso groß wie die Leerlaufspannung an diesen Klemmen. Also wir haben uns diesen Widerstand R4 weggedacht, diese Quelle hier ist weg, das ist erstmal alles weg. Wir haben jetzt nur die beiden Quellen UQ1, UQ2. Und damit haben wir vielleicht schon mal dieses Dilemma aufgelöst, dass da UQ2 und UQ3 halt gleichzeitig drin sind. Wir können vielleicht im Nachgang nochmal über den anderen Weg nachdenken. So, also wenn wir jetzt hier gucken, dann wäre diese Quellspannung hier, tja, schon tatsächlich auch relativ schwierig zu bestimmen, aber also wir sehen, wenn wir jetzt dafür einen Maschensatz aufschreiben, ne, um diese Spannung zu bestimmen, könnten wir hier in dieser Masche einen Maschensatz aufschreiben. Ich nehme mal blauen Stift und wir machen sozusagen jetzt irgendwie hier so einen Maschensatz. Ja, dann müsste ja diese Spannung genauso groß sein wie die Spannung, die hier über diesem Widerstand abfällt. Oder ich könnte die auch in die andere Richtung einzeichnen. Vielleicht verständlicher. So groß wie diese Spannung ist und so groß wie diese Spannung ist, die Spannung hier U2 zeichne ich mal in diese Richtung ein. So, und schreibe ich mal für diese blaue Masche mal einen Maschensatz hin, um das nachvollziehbar zu machen. Wir laufen einfach meinetwegen hier oben los, dann hätten wir UQ2 positiv, UQ3 auch positiv, falls es die gleiche Richtung ist, diese Leerlaufspannung, oder UQ-Ersatz, die wir suchen, die wäre auch positiv, falls es die gleiche Richtung ist. Und der Spannung U2 würden wir in diesem Sinn entgegenlaufen. Also minus U2, und das Ganze wäre jetzt 0. So, und das stellen wir jetzt einfach nach UQ-Ersatz um, und dann kommt aus diesem blauen Maschensatz raus, das wäre
plus U2 auf die andere Seite, also U2 minus U3 minus UQ2. So, das Gute ist schon mal, UQ2 wissen wir. Das ist schon mal vorgegeben durch die Aufgabe. So, also irgendwie müssen wir jetzt noch an U2 rankommen und noch an U3 rankommen. Was ist mit der Spannung U3? Könnte man Spannungsteiler? Ja, das machen wir gleich für U2, aber die Spannung, die wir ausrechnen, ist ja die Leerlaufspannung. Leerlauf heißt an den Klemmen, wenn man Leerlauf hat, gibt es eine Spannung, aber es gibt keinen Strom. Es gibt keinen Strom. So, und die Spannung hier ist ja eigentlich R3 mal I3. Ja, und wenn der Strom halt 0 ist, dann ist die Spannung halt auch 0. Also die fällt weg, weil das ja die Leerlaufspannung ist. Ja, wir bestimmen hier die Leerlaufspannung. Wenn hier Leerlauf ist, fließt hier an der Stelle kein Strom. Und deshalb ist diese Spannung auch erstmal jetzt in dem Fall nicht da. So, und jetzt, das heißt, brauchen wir nur noch U2. Und U2 kriegen wir jetzt tatsächlich mit einem Spannungsteiler hin, weil also die Quelle, die wirkt zwar, die macht eine Spannung, aber die kann keinen Strom treiben, weil wir hier halt den Leerlauf betrachten. Also kann die Quelle auch keinen Strom durch diesen Widerstand durchschicken. Der Strom, der durch diesen Widerstand fließt hier, der kommt nur von dieser Quelle, der fließt nur in dieser Masche. Ja, und dann teilt sich einfach die Gesamtspannung UQ1 auf die Spannung über den Widerstand R1 hier in die Richtung nach oben und in die Spannung R2 hier unten. Und hier fließt der Strom wie in einem Grundstromkreis mit UQ1 und R1 und R2. So, und das heißt, die Spannung U2, die kriegen wir eben raus als Spannungsteiler, Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand mal die Gesamtspannung, die UQ1 ist, und das Ganze minus UQ2. So, und dann können wir das wieder einsetzen. 10 Ohm durch 20 Ohm ist ein halb. Die Hälfte von den 4 Volt sind 2 Volt. Und 2 Volt minus 3 Volt sind am Ende minus 1 Volt. 1 Volt für diese Ersatzquellspannung. So, und jetzt können wir eben aus der Schaltung, die wir zusammengefasst haben, Grundstromkreis machen mit diesem UQ-Ersatz. UQ-Ersatz mit dem Ersatzinnenwiderstand. RI-Ersatz. Die haben wir ja gerade schon ausgerechnet. Dann kommt da jetzt natürlich der Widerstand dran, den wir da gerade hatten. Der Widerstand, also den wir abgeschnitten haben, der Widerstand R4. Und die Quelle, die wir uns auch erstmal weggedacht haben, die muss jetzt ja auch wieder dran, die Quelle UQ3. Die zeigt in diese Richtung. Und dann sind hier hinten diese offenen Klemmen, an denen uns die Spannung UX interessiert, die wir bestimmen sollen. Und ich ergänze mal hier noch die Lötpunkte. So, wenn wir jetzt UX haben wollen, das kriegen wir relativ gut hin, müssen wir einfach einen Maschensatz hier in der Masche aufschreiben. Ja, da kommt dann was raus. Also wollen wir einfach sagen, wir laufen von hier oben zu dem Punkt hier unten. Auf diesem Weg ist das ja die Spannung UX. Wenn wir hier lang laufen, ist das die Summe von, genau, ja, und ich würde halt sagen plus, ich würde das jetzt halt einfach hier in die gleiche Richtung einzeichnen, ne? Und dann, also wenn ich hier lang laufe, habe ich die Summe von UQ3 und U4, wenn ich hier lang laufe, habe ich UX, die müssen beide gleich groß sein. Ja, so, und UQ3 wissen wir, U4 müssen wir jetzt irgendwie noch rausbekommen, wie bekommen wir U4 raus? Genau, machen wir wieder genau eine Spannungsteilerregel wie eben, UQ3 plus so dieser Widerstand durch den Gesamtwiderstand mal diese Quellspannung da vorne, R4 durch R4 plus RI Ersatz mal UQ Ersatz. Und dann können wir das alles einsetzen, UQ3 sind 3 Volt, R4 sind 40 Ohm, also stehen hier 40 Ohm durch
40 und 20 sind 60 Ohm. Da kann man natürlich Ohm und Ohm wegkürzen und 3 und 4 und so, 4 und 6 ergeben 2 Drittel. Und das nochmal, diese Ersatzquellspannung mal minus 1 Volt. So, und dann ja, sind 3 Volt minus 2 Drittel Volt, sind sozusagen 2 1 Drittel Volt oder was sind das, 7 Drittel Volt oder 2,33 Periode 3 Volt. Das müsste jetzt für die Spannung UX rauskommen. Und stimmt auch. Das stimmt wahrscheinlich auch. Wir können hier einmal kurz in die Ergebniskontrolle schauen und so ein bisschen runterscrollen, bis wir die Aufgabe 62 finden. Und da ist sie und da steht dieser Zahlenwert 2,333 Volt. So, also das wäre jetzt sicherlich erstmal eine ganz gute, schlaue, schlanke Variante, das zu rechnen.